Ja, mit der Minecraft Pocket Edition Version 0.7.0, welche ja vor ein paar Wochen erschienen ist, ist ja die neue Funktion dazugekommen, dass man online auf Servern, nämlich auf den Realm-Servern, spielen kann mit seiner Pocket Edition. Allerdings kannte es ja fast keiner, weil bei keinem eben irgendwelche Server angezeigt werden, auf denen man dann spielen kann. Deshalb hat sich jetzt ein Entwickler dran gemacht, dieses Problem zu ändern, und der hat es jetzt auf seine Internetseite zur Verfügung gestellt, namens realms.pocketmine.net. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, und dieses Tool ermöglicht euch eben dann auf verschiedenen Servern mit eurer Pocket Edition online zu spielen. Das funktioniert sowohl für iOS als auch für Android. Wir zeigen es euch jetzt auf iOS, aber auf Android läuft es im Prinzip gleich. Und es kostet eben nichts. Man braucht keinen Jailbreak bzw. Root bei Android. Ja, ihr geht auf die Internetseite, auf den Link in der Videobeschreibung eben. Klickt hier auf euer jeweiliges System. Dann springt ihr eben nach unten auf die Internetseite. Seht hier nochmal die zwei Schritte. Erster Schritt, ihr installiert das Profil, klickt also hier drauf, dann werdet ihr in die Einstellungen weitergeleitet. Dann müsst ihr jetzt hier auf Installieren klicken, wird nochmal angezeigt, um was es sich hier handelt. Ihr klickt auf Installieren und schon wurde es installiert. Dann klickt ihr auf Fertig und kommt wieder auf die Internetseite. Bei Android müsst ihr eben hier das Zertifikat installieren. Dann müsst ihr jetzt hier den Link, den ihr hier seht beim zweiten Schritt, diese Adresse müsst ihr eben kopieren. Komplett. Dann geht ihr wieder zu den Einstellungen. Geht in eure WLAN-Einstellungen. Klickt dann bei eurem WLAN-Netzwerk auf den blauen Pfeil, um zu den Einstellungen zu gelangen. Dann hier unten jetzt bei HTTP-Proxy müsst ihr jetzt hier auf automatisch einstellen, und bei der URL müsst ihr jetzt eben diese Adresse, die ihr von der Internetseite kopiert habt, einsetzen. Und ja, schon seid ihr fertig. Jetzt können wir Minecraft öffnen. Wir haben es. Dann hier online. Jetzt müsst ihr euch kurz anmelden mit eurem Minecraft bzw. Mojang-Account, den ihr entweder schon von der PC-Version habt oder euch eben noch kostenlos erstellen müsst. Das machen wir jetzt kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem ihr euch dann angemeldet habt, seht ihr jetzt hier diese zwei Server in Anführungsstrichen. So, als dritten Schritt müsst ihr jetzt hier auf den zweiten klicken, wo eben dran steht Tap to Authenticate. Müsst ihr draufklicken und dann kommt jetzt die Fehlermeldung, die ist auch korrekt. Klickt auf OK, geht wieder hier hin und schon seht ihr jetzt alle Server freigeschaltet und könnt jetzt auf allen joinen. Dann joinen wir jetzt einfach mal auf einem. Das dauert jetzt kurz. So, jetzt haben wir es gleich. Und schon sind wir jetzt auf einem Server. Ja, ohne dieses Tool eben klappt es nicht. Ihr seht, ihr müsst euch jetzt erstmal mit eurem Passwort diesem Server registrieren. So wie es auch viele PC-Server machen. Das macht natürlich nicht jeder Server, aber der jetzt in dem Fall schon, indem ihr euch eben mit einem Passwort registriert. Ja, aber das war's dann jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link zu dieser Internetseite findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, die Installation ist ja sehr leicht. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.